Manchmal können Secondhand-Läden unvorstellbare Überraschungen bieten. Von historischen Funden bis hin zu Naturphänomenen, diese Entdeckungen haben Experten und Amateure gleichermaßen verblüfft. Hier präsentieren wir eine Reihe überraschender Ereignisse. Diese Geschichten zeigen uns nicht nur, wie unerwartet die Welt sein kann, sondern unterstreichen auch die Bedeutung jeder Entdeckung für Wissenschaft und Geschichte. Nummer 1. Sie müssen wirklich vorsichtig sein, was Sie in einem Gebrauchtwarenladen kaufen. Manchmal findet man gute Angebote, aber manchmal entdeckt man auch die ungewöhnlichsten Dinge, wie zum Beispiel einen menschlichen Schädel. Genau das entdeckte eine Anthropologin, als sie im Jahr 2023 die Halloween-Abteilung des Antiquitätenladens Paradise Vintage Market in Fort Myers, Florida, durchstöberte. Aufgrund ihres Berufs wusste sie, dass der Schädel, den sie sah, nichts Gewöhnliches war. Anstelle einer einfachen Dekoration stellte sich heraus, dass es sich um einen echten menschlichen Schädel handelte. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Behörden sofort kontaktiert wurden. Das Büro des Sheriffs von Lee County wurde angerufen und vorläufige Tests bestätigten, dass es sich um einen menschlichen Schädel mit einem geschätzten Alter von etwa 75 Jahren handelte. Laut Anita A.D., Hauptmann des Sheriffbüros von Lee County, wies der Schädel keine Anzeichen eines Traumas auf und war nicht mit verdächtigen Mitteln konserviert worden, was eine kriminelle Aktivität ausschließt. Wie kam der Schädel also in den Gebrauchtwarenladen? Laut Beth Meyer, der Besitzerin des Ladens, war der Schädel Teil einer im Jahr 2022 gekauften Lagereinheit. Sie war von der Entdeckung ebenso überrascht wie alle anderen und kooperierte uneingeschränkt mit den Behörden. Der Anthropologe, der den Schädel fand, vermutete, dass es sich um einen amerikanischen Ureinwohner handeln könnte, was die Möglichkeit eröffnete, ihn einem lokalen Stamm zurückzugeben, wenn sich dies bestätigt. Wenn Sie also eine Totenkopfdekoration sehen, sollten Sie vielleicht prüfen, ob es sich wirklich um eine Fälschung handelt. Nummer 2. Im Jahr 2022 waren mehrere Strandbesucher in Florida verblüfft, als sie ein mysteriöses Objekt aus dem Sand ragen sahen. Dieses Objekt war beeindruckende 80 Fuß lang und keiner der Einheimischen hatte eine Ahnung, was es war. Glücklicherweise griffen Meeresarchäologen ein. Nach der Untersuchung des 80 Fuß langen Objekts kamen Archäologen zu dem Schluss, dass es sich wahrscheinlich um ein Schiffswrack aus dem 19. Jahrhundert handelte, das lange Zeit unter dem Strand von Florida begraben lag. Experten gehen davon aus, dass es sich um ein Frachtschiff gehandelt haben könnte, das nahe der Küste Floridas unterwegs war und möglicherweise sogar den Atlantik überquerte. Das Erstaunliche ist, dass das Wrack ohne die durch die letzten beiden Hurrikane verstärkte Erosion Jahrzehnte oder länger verborgen geblieben wäre. Das Archäologenteam plant vorerst, das Schiffswrack so zu dokumentieren und zu konservieren, wie es ist. Der Umzug wäre teuer und könnte die Struktur beschädigen, sodass sie weiterhin durch Sand und Meer geschützt bleibt. Nummer 3. Am 30. August 2023 fanden Forscher der Seascape Alaska Expedition 5, die von der National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, ins Leben gerufen wurde, am Meeresgrund etwas, das ihre Aufmerksamkeit sofort erregte. Eine goldene Kugel. Diese Kugel wurde 2 Meilen unter der Meeresoberfläche gefunden und hatte einen Durchmesser von etwa 4 Zoll. Das NOAA-Team nutzte ein ferngesteuertes Fahrzeug, um die Tiefen zu erkunden, und bei einem ihrer Tauchgänge fanden sie dieses helle, kuppelförmige Objekt, das sie verblüffte. Ursprünglich dachten die Forscher, dass es sich bei der goldenen Kugel um einen toten Schwamm handelte, der an einem Stück Koralle befestigt war, doch es stellte sich heraus, dass es sich bei dieser goldenen Kugel nicht um ein einfaches Exemplar handelte. Die Forscher dachten, dass es sich bei dieser goldenen Kugel auch um eine Eikapsel handeln könnte und glaubten, dass die Klassifizierung dieser goldenen Kugel nach ihrer Gewinnung und Analyse im Labor endlich klar sein würde, aber das war nicht der Fall. Trotz genauer Untersuchungen auf dem Schiff konnten die Wissenschaftler die Kugel nicht eindeutig identifizieren.
Die Forscher kamen lediglich zu dem Schluss, dass die mysteriöse goldene Kugel biologischen Ursprungs ist, also von einem Lebewesen stammt. Doch welches Lebewesen ist die große Frage? Auch hier kann es von einem Hai oder Stachelroschenei bis hin zu einer Seegurke oder einer unbekannten Art reichen. Wir müssen die Wahrheit noch kennen. Nummer 4. Im Oktober 2020 erhielt eine Familie in Florida ein unerwartetes Geschenk von ihrer Katze namens Olive, eine Schlange. Aber nicht irgendeine Schlange, sondern eine mit zwei Köpfen. Ja, das hast du richtig gehört. Die Schlange, eine jugendliche schwarze Rennschlange aus dem Süden, wurde von Olive zum Haus der Familie gebracht und auf dem Wohnzimmerboden zurückgelassen. Die Familie Rogers war zunächst schockiert über den ungewöhnlichen Fund und gab der Schlange den Namen 2. 2 hat eine als Bicephalie bekannte Erkrankung, bei der ein Embryo beginnt, sich in eineiige Zwillinge zu teilen, sich aber nicht vollständig trennt, was zu zwei Köpfen auf einem Körper führt. Jeder Kopf arbeitet unabhängig mit seinem eigenen Gehirn, seinen eigenen Augen und seiner eigenen Zunge, was die Koordination erschwert, insbesondere wenn er versucht, Raubtiere zu fressen oder ihnen zu entkommen. Im Grunde ist es so, als ob zwei Gehirne einen Körper kontrollieren würden. Es gab mehrere Fälle von Bicephalie beim Menschen und für Tiere ist sie genauso herausfordernd, wenn nicht sogar noch schwieriger. Angesichts der Herausforderung, mit der bicephale Tiere in freier Wildbahn konfrontiert sind, wie zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme und der Vermeidung von Gefahren, wurde DOS von der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission aufgenommen, um sicherzustellen, dass er überlebte und hoffentlich sein erwartetes Leben führte. Nummer 5. Für Out-Enthusiasten könnte dieses Fahrzeug wie ein wahrgewordener Traum klingen. Im Jahr 2023 entdeckte ein Entdecker ein Auto in einer verlassenen Scheune. Das Auto könnte Sie überraschen, besonders wenn Sie viel über Fahrzeuge wissen. Der Entdecker fand einen Jaguar E-Type Series 1, der erstmals 1961 auf dem Genfer Autosalon gezeigt wurde. Das Debüt des E-Type war das automobile Äquivalent zum Weglassen des Mikrofons. Sein schlankes, aerodynamisches Design, inspiriert von den Jaguar D-Type-Rennwagen, die Le Mans dominierten, schien selbst im Stand in Bewegung zu sein. Die lange Motorhaube, die fließenden Linien und das unverwechselbare Heck machten ihn sofort zu einer Ikone. Enzo Ferrari nannte es das schönste Auto der Welt. Wenn Enzo Ferrari sie jetzt lobt, wissen sie, dass sie etwas richtig gemacht haben. Leider bedarf dieses Exemplar einer ernsthaften Restaurierung, um als brauchbar zu gelten. Nummer 6. Zu den faszinierenden Artefakten Ägyptens gehört eine 10 Zoll hohe Statue namens Nebosanu, die Archäologen und Wissenschaftler gleichermaßen verblüfft hat. Diese Statue zeigt ein eigenartiges Verhalten und dreht sich offenbar von selbst, während sie sich in einer Vitrine befindet. Es wurden mehrere Versuche unternommen, die Ursache dieser rätselhaften Bewegung zu entschlüsseln. Eine vorherrschende Erklärung besagt, dass Vibrationen von Personen, die in der Nähe der Ausstellung vorbeigehen, für die Bewegung und das Zittern der Statue verantwortlich sein könnten. Bemerkenswert ist, dass das Video keine Hinweise darauf zeigt, dass jemand physisch mit den Figuren interagiert hat. Allein diese langsame, unerklärliche Bewegung einer Statue hat eine beunruhigende Aura. Was es noch faszinierender macht, ist, dass diese 180-Grad-Rotation ein neues Phänomen ist, obwohl die Statue bereits seit sagenhaften 80 Jahren in der Sammlung des Museums präsent ist. Nummer 7. Zunächst einmal gibt es in einigen Teilen Costa Ricas große runde Felsen, sogenannte Steinkugeln. Etwa 300 von ihnen sind auf einer Insel und in der Nähe eines Flusses zu finden. Es wird angenommen, dass sie vor langer Zeit von einer Gruppe namens Dikais hergestellt wurden. Die Dikais lebten an einem Ort namens Great Taraba River Valley. Dieser Stamm war handwerklich begabt und fertigte wunderschöne Objekte aus Ton,
Knochen und Gold sowie runde Steine unterschiedlicher Größe, einige so klein wie eine Hand und andere größer als ein Erwachsener. Die Dikaies schnitzten sie, indem sie sie mit Steinen schlugen und sie dann mit Sand glätteten. Als die Spanier ankamen, interessierten sie sich nicht für diese Steine. 1930 fand die United Fruit Company sie, als sie den Dschungel rodete, um Bananen anzubauen. Diese Steine sind ein Rätsel, wie eine weitere rätselhafte Entdeckung, die Dokumentarfilmer vor ein Rätsel gestellt hat. Nummer 8. In Indien haben Schlangen aufgrund ihrer antiken Herkunft und ihrer Verbindung mit der hinduistischen Gottheit Shiva einen einzigartigen und verehrten Status. Dieser tiefe Respekt vor diesen Kreaturen wird jedes Jahr beim Nag Panchami-Fest zum Ausdruck gebracht, bei dem sich tausende gläubiger Menschen in den Dörfern versammeln, um die Schlangen anzubeten und ihnen Nahrung anzubieten, auf der Suche nach göttlichem Segen. Eine Familie hatte ein alarmierendes Erlebnis mit Schlangen in ihrem Haus, darunter Kobras und Klapperschlangen, die sich überall hin bewegten, auch in den Schlafzimmern und in der Küche. Das war beunruhigend. In Pune, Maharashtra, ist es einzigartig, dass in fast jedem Haus Kobraschlangen leben. Hier werden Schlangen respektiert und sind ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Die Bewohner kümmern sich um sie und überraschenderweise bewegen sich die Schlangen frei in der Stadt, ohne von den mehr als 2600 Einwohnern verletzt zu werden. In manchen Fällen werden Kobras als Familienmitglieder betrachtet. Dieses besondere Zusammenleben in Pune zeigt eine tiefe Verbindung zwischen der menschlichen Kultur und Spiritualität mit diesen Kreaturen. Es ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Menschen im Einklang mit der Natur leben und sie gleichzeitig respektieren und fürchten können, wodurch eine einzigartige und dauerhafte Bindung entsteht. Nummer 9. Als der Kunst- und Antiquitätensammler Forrest Finn zum ersten Mal die Existenz seines verborgenen Schatzes enthüllte, fragte sich die Welt, ob das alles eine geniale List war. Dann ereignete sich die Entdeckung wie aus einem Kriminalroman am Red Mountain Pass in der Nähe von Silverton, Colorado. Dieser abgelegene, 20 Meilen lange Landstrich war aufgrund der Herkulesaufgabe, 60 Fuß Schnee zu räumen, ganze 19 Tage lang unzugänglich gewesen. Es war Dennibor Fedung, ein engagierter Schneepflugfahrer, der beim Entfernen von Schnee und Schutt einen außergewöhnlichen Fund machte. Er entdeckte eine abgenutzte Truhe mit leuchtenden Farben, auf der Finnschatz stand. Sie öffnete es und fand vier Exemplare eines Kinderbuchs aus den 1970er Jahren mit dem Titel Golden Jewels sowie Alben von Jewel, Joan Baez und Glenn Miller sowie ein Foto von Ruby Hunter. Die größte Überraschung war jedoch eine Live-CD von Neil Diamond aus dem Jahr 1970 mit einem bisher unveröffentlichten, von Forrest Finn signierten Manuskript. Dieses Manuskript verleiht dem Schatz Geheimnis und Tiefe und enthüllt im Laufe der Zeit Schichten der Geschichte und Bedeutung unter dem Schnee. Nummer 10. Unter der Oberfläche der Cenote Angelita in Mexiko liegt ein faszinierendes Naturwunder, ein Unterwasserfluss. Auch wenn dieses Konzept zunächst rätselhaft erscheinen mag, handelt es sich doch um ein faszinierendes Phänomen, das aus der Wechselwirkung von Wasser unterschiedlicher Dichte entsteht. Stellen Sie sich Wasser unterschiedlicher Dichte als Schichten in einem Kuchen vor, wobei das dichtere Wasser eine charakteristische Schicht unter dem weniger dichten Wasser bildet. In Cenote Angelita beeinflusst das Vorhandensein von Schwefelwasserstoff die Dichte des Wassers, wodurch ein beeindruckender Unterwasserfluss entsteht, der 100 Meter tief unter Wasser liegt. Taucher gelangen durch eine Höhle 55 Meter unter Wasser und erleben einen faszinierenden Anblick. Zweige und Blätter tauchen unter und bilden bunte Ufer entlang des Flusses. Es ist ein erstaunliches Beispiel der Natur, wo sich Wasser auf überraschende Weise verhält. Dieser Unterwasserfluss ist selten und kommt nur an wenigen Orten auf der Welt vor. Er zeigt die Vielfalt und Schönheit der Natur. Nummer 11. Im 18. und 19. Jahrhundert wagten sich europäische Entdecker nach Südamerika und kamen mit den Kulturen in Kontakt, die für die Schaffung geschrumpfter menschlicher Köpfe verantwortlich waren,
die als Zanzas bekannt sind. Die Schrumpfköpfe erregten bei Entdeckern großes Interesse und tauschten sie mit den örtlichen Jivaro-Stämmen als Souvenirs ein. Die alte Praxis der Herstellung von Zanzas hat eine tiefe symbolische und spirituelle Bedeutung für die Stämme des Amazonas-Regenwaldes im Norden Perus und im Osten Ecuadors. Die Jivaro-Indianer beteiligten sich früher an Territorialkonflikten und nachdem sie ihre Feinde besiegt hatten, schlugen sie ihnen den Kopf ab, um sie bei der Rückkehr in ihre Siedlungen in Zanzas zu verwandeln. Obwohl diese Praxis nicht mehr üblich ist, bleibt sie für Stämme, die von den Jivaro abstammen, wie die Shua, Awa, Hamisa und Aguaruna, kulturell bedeutsam. Diese Stämme glaubten, dass die Reduzierung der Köpfe ihnen die Seele des Verstorbenen verleihen und ihnen Macht und Schutz vor ähnlichen Schicksalen geben würde. Zanzas wurden um die Taille getragen, um Kampffähigkeiten zu demonstrieren. Nummer 12. Der Brand in der Kirche Notre-Dame in Paris war ein tragisches Ereignis, das am 15. April 2019 die Welt schockierte. Notre-Dame, die als eine der berühmtesten und symbolträchtigsten Kirchen der Welt gilt, erlitt schwere Schäden, als ein gewaltiges Feuer ausbrach und zerstörte einen Teil der Struktur, einschließlich des Daches. Der Brand stellte eine große Herausforderung für die französischen Feuerwehrleute und Behörden dar, die hart daran arbeiteten, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und die Überreste des historischen Bauwerks zu retten. Trotz der Schäden konnten dank der Bemühungen der Notfallteams große Teile der Kirche und ihrer Schätze erhalten bleiben. Die Restaurierung von Notre-Dame begann kurz nach dem Brand mit der Absicht, der Kirche ihren historischen Glanz zurückzugeben. Es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um Gelder zu beschaffen und die Restaurierungsarbeiten zu koordinieren. Dazu gehörte auch der Wiederaufbau des Daches und der Turmspitze, die während des Brandes eingestürzt waren. Dabei wurden in der Kirche zwei Särge entdeckt, in denen sich jeweils Asche befand. Einer dieser Särge gehörte angeblich einem Hohepriester namens Antoine de la Fort und enthielt eine große Menge Haare. Durch die Analyse dieser Elemente stellten die Wissenschaftler fest, dass de la Fort ein gewohnheitsmäßiger Alkoholtrinker war. Es wird erwähnt, dass die Unterschiede in der Gestaltung des Twa-Bett bestätigen, dass diese Menschen nicht zur gleichen Zeit lebten. Der zweite Sarg enthielt die Überreste eines unbekannten Mannes, dessen Alter auf 25 bis 40 Jahre geschätzt wird. Einige glauben, dass dieser Mann einer anderen Ära angehörte als Antoine, was die Neugier vieler Gelehrter geweckt hat, die nachforschen und erforschen möchten, um die antiken Merkmale dieser Ära zu identifizieren, in der diese Menschen lebten. Nummer 13. Römische Dodekader sind mysteriöse Objekte mit 12 flachen Flächen, die aus der Römerzeit stammen. Sie wurden aus einer Kupferlegierung hergestellt und erscheinen auf römischen Münzen als Wertangabe. Doch seit der erste Fund im Jahr 1739 erfolgte, ist sein Zweck ein Rätsel. Diese Objekte werden an antiken Städten in Nordeuropa gefunden und es gibt verschiedene Theorien über ihre Funktion. Manche denken, dass sie dekorativ waren oder als Kerzenhalter dienten, da man in ihnen Wachs gefunden hat. Andere glauben, dass sie verwendet wurden, um entfernte Dinge zu messen, etwa gefälschte Münzen anhand ihrer Größe, oder sogar, um Glück vorherzusagen. Eine neuere Theorie besagt, dass Löcher unterschiedlicher Größe in den Dodekadern dazu verwendet worden sein könnten, Handschuhe um Finger und Daumen zu weben. Obwohl diese Theorien existieren, gibt es keine direkten Beweise aus der Römerzeit, die sie stützen. Es besteht weiterhin Unsicherheit über den Zweck dieser römischen Dodekader. Nummer 14. Eine aktuelle Entdeckung hat bei Wissenschaftlern aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Umwelt Anlass zur Sorge gegeben. Es wurde auf einer abgelegenen Insel in Trinidad hergestellt, die aufgrund mangelnder menschlicher Aktivität als Zufluchtsort für seltene und gefährdete Arten dient. Es wurde jedoch ein seltsamer blaugrüner Stein gefunden, der sich als neuer Gesteinstyp aus Plastik und vulkanischer Lava herausstellte.
Diese als Plastichlomerate bezeichneten Formationen traten erstmals 2014 auf und wurden in verschiedenen Teilen der Welt gefunden. Diese Entdeckung verdeutlicht, wie menschliche Verschmutzung, wie etwa Plastikmüll im Meer, unerwartete Orte erreichen und Ökosysteme schädigen kann. Die Tatsache, dass unsere Bevölkerung und der Klimawandel miteinander verbunden sind, verstärkt die Besorgnis über den irreversiblen Schaden, den wir der Natur zufügen. Nummer 15. Berlin hat interessante Entdeckungen zu bieten und aus der antiken Stadt Pompeji ist kürzlich eine faszinierende Geschichte hervorgegangen. Pompeji wurde vor 2000 Jahren durch den Ausbruch des Vesuvs zerstört und hinterließ eine reiche archäologische Stätte. Ein neuer Fund enthüllt versteinerte Skelette eines Adligen und seines Sklaven. Der Adlige im Alter von 30 bis 40 Jahren behält Reste seines Mantels, während der junge Sklave im Alter von 15 bis 20 Jahren Spuren schwerer Arbeit an seinem Rücken aufweist. Diese Überreste wurden in einer unterirdischen Villa gefunden. Der Adlige überlebte den ersten Aschefall, starb jedoch bei der Explosion am nächsten Tag aufgrund eines Thermoschocks. Abgüsse anderer gefundener Leichen haben wertvolle Informationen über das Leben in Pompeji geliefert. Diese Erkenntnisse verbinden uns mit der Vergangenheit und erinnern uns an die Tragödie, die der Ausbruch des Vesuvs verursachte. Nummer 16. Sport war in der Unterhaltungsbranche schon immer sehr beliebt. Die Spannung, Mannschaften zu unterstützen, Spielstände zu verfolgen und Erinnerungsstücke zu sammeln, ist einzigartig. Interessanterweise gibt es schon seit Jahrhunderten alte Versionen von Fußballspielen mit LED-Lichtern, Bällen und Geräten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch antike Zivilisationen wie die Mayas vor etwa 1200 Jahren ähnliche Sportarten betrieben. Kürzlich machten Archäologen einen faszinierenden Fund, eine runde Steintafel, die in Mexiko als Markierung diente. Auf dem Tablet sind zwei Männer zu sehen, die ein fußballähnliches Spiel namens Pelota spielen. Das Spiel ist am Rand der runden Tafel abgebildet, zusammen mit Hieroglyphen, von denen angenommen wird, dass sie auf mit dem Spiel zusammenhängende Markierungen hinweisen. Diese schwere Tablette mit einem Gewicht von mehr als 40 Kilogramm wurde fast einen halben Kilometer unter der Oberfläche gefunden. Diese Entdeckung verbindet uns mit antiken Gesellschaften und ihrer Leidenschaft für Sport und Wettbewerb. Es könnte auch Aufschluss darüber geben, wie diese Zivilisationen Sport trieben und Punkte führten. Wer weiß, vielleicht hilft es uns sogar, alte Spiele wie Ball und ihre Regeln besser zu verstehen.